Die Sicherheit der Fußgänger ist ein zentrales Thema für Fußverkehr Schweiz. Unfälle mit Fußgängerbeteiligung geschehen beim Queren der Straße. Ich finde natürlich immer wichtig, Fußgänger zu schützen und ihnen zu sagen, dass sie aufpassen müssen, wo sie und wie sie über die Straße gehen. Sie merken gar nicht, wo die Gefahren lauern. Wenn Fußgänger über die Straße gehen, ist es eine der häufigsten Unfallursachen, dass sie abgelenkt sind oder einfach nicht aufpassen. Und die Botschaft dieser Kampagne spricht genau dieses Verhalten an. In der allgemeinen Wahrnehmung wird die Querung der Fußgänger über die Straße immer mit dem Fußgängerstreifen verknüpft. Mehr als die Hälfte aller Unfälle, wenn Fußgänger über die Straße gehen, passieren dort, wo es keinen Fußgängerstreifen hat. Was unfalltechnisch auch nicht unproblematisch ist. Es geht ja eben um das Queren neben den Fußgängerstreifen. Auf den Fußgängerstreifen wäre das wieder etwas anderes. Deshalb wollten wir sie in dieser Kampagne bewusst weglassen. Das habe ich mich zuerst auch gefragt, aber ich fand die Idee absolut genial und auch sehr reizvoll. Balletttänzerinnen sind vielleicht die edelsten aller zu Fuß gehenden. Ballerinas sind auch Menschen und die müssen auch über eine Straße gehen. Und darum haben wir als unseren Wunschpartner das Ballett Zürich des Opernhauses Zürich gesucht. Ballett hat sehr viel auch mit Aufmerksamkeit, mit Einstimmung in die Situation, mit aufeinander schauen, mit Aufmerksamkeit allgemein zu tun. Und das ist im Straßenverkehr für den Fußgänger genau gleich. Grundsätzlich mein Anliegen eben auch, mich daran zu beteiligen, Sicherheit im Verkehr. Aber die Zusammenarbeit mit jeder einzelnen Gruppe, sei es mit der Produktionsfirma oder dem Fußverkehr oder dem Ballett, war eigentlich ganz einfach. Manchmal hat ganz schön Chaos regiert, aber ich glaube, Chaos ist ganz wichtig, um kreativ zu sein. Per il film sono stati due giorni molto intensi. Ganz viele Szenen in ganz kurzer Zeit zu drehen, das war, glaube ich, das Schwierigste, zumindest für die Produktionsfirma und das Ballett. Und dann kam Ben, der Regisseur, in die Probe im Ballettsaal und fing auf einmal an, alles durcheinander zu werfen. Du wolltest irgendwie alles ganz anders haben. Aber da er nicht vom Ballett kommt und eine ganz andere Sprache spricht, haben wir ihn auch überhaupt nicht verstanden, was er eigentlich wollte. Das größte Highlight war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Da habe ich dann das gesehen, wo ich schon beim Dreh gemerkt habe, das geht in eine wirklich aufregende Richtung. E dovevo ballare, sentirmi libera e Ben che gridava bene, bene così. Non lo so, mi sono sentita proprio la star di Hollywood per un attimo, ho detto. Je dirais qu'au-dessus de tout ça, le Fußverkehr nous a fait confiance aussi, non seulement à l'agence, mais à Christian et toute l'équipe de ballet. C'était formidable. Straßenverkehrsunfälle haben immer ein schockierendes Ende. Und auf das möchten wir eigentlich hinweisen, dass man aus einer völlig normalen, belanglosen Situation plötzlich in einen schockierenden Zustand gebracht werden kann. Diesen Kontrast zu haben zwischen schönen Ballerinas, die tanzen, und dem schockierenden Ende, muss man das einfach benutzen. Damit sie nicht einfach abschalten und denken, ah, das ist wieder so ein Aufklärungsfilm. Ah, le film en général, moi, je suis plus que fier. Moi, je suis très, très fier du résultat. Le film est magique. Le film est, elle est très forte. Ich bin absolut hingerissen. Hingerissen im wahrsten Sinn vom Wort, hin und weg. Es ist toll. Mir gefällt das Resultat sehr gut, weil es aufrüttelt und weil es bewusst macht, was geschehen kann. Der Film erachte ich als sehr gelungen. Er ist ästhetisch sehr schön. Wir hoffen, dass wir damit auch die Aufmerksamkeit erzeugen, die wir wünschen, und ein bisschen Wogen werfen, wenn das veröffentlicht wird.